So, hallo und herzlich willkommen hier jetzt endlich zu der angekündigten Folge SMP Live Dream. Wir werden jetzt ein bisschen Bus fahren, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich in der Folge sonst machen soll. Wie schon im Infovideo gesagt, habe ich mich jetzt mal in einer Fraktion beworben und zwar als Polizist. Ich denke, das dürfte ganz passend sein. Ja, wenn das nicht hinhaut, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, in welche Fraktion ich gehe. Ich bin auch am Überlegen, ja, weil ich bin eher nicht so der Typ, der so Gangs und Mafien toll findet. Das ist eher... Nee. Ich habe mir schon vor länger mal überlegt, einen Hitman zu gehen, aber wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal, dass wir da reinkommen. Das könnte allerdings auch etwas dauern mit der Antwort. Da ich nicht glaube, dass das so schnell geht. Also ich habe mal ein bisschen die letzten Werbungen durchgeguckt. Das ist ja schon... Es gibt da schon ein paar, die da schon länger sind, aber auf die allerdings noch nicht geantwortet worden ist, ob diese jetzt angenommen sind oder nicht. Oh Gott, die deutsche Sprache ist echt schwer. Gut, hatte ich schon erwähnt, dass wir jetzt erstmal Bus fahren gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr. Und ich habe... Oh. Ich habe vergessen, die Stopper zu starten. So. Geld. Was? Okay. 449.410. Das ist viel. Ja, das ist viel. Das ist auf jeden Fall viel. Ja, aus dem, wie man hier oben sieht. Hier. Sehe meine Maus, ich glaube schon hier. Gilt jetzt Ampelpflicht, ja, in Los Santos. Ich bin mal gespannt, ob ich dran denke, mich daran zu halten. Denn ich denke mal, wenn man GTA spielt, dann ist man schon etwas dazu verleitet, sich eher nicht so an die gerade vorherrschenden Verkehrsregeln zu halten. Das beachtet man ja mal ganz gern nicht so. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel bringt eine Runde Bus fahren. Mal gucken. Und welche Linie? Oh Gott, das ist hier. Ich werde von schweren Entscheidungen überschüttet, möchte ich mal sagen. So, was sind hier die Befehle? Erstmal Slash Motor. Motor. Okay, das schaffe ich gerade noch so. Dann. Schablock, damit. Ach nee, das ist ja eine blöde Idee, sonst kommt da keiner rein, der mitfahren will. Startlinie. Wir fahren mal Linie 3. Ab zum Motorradhaus. Gut, wo ist das denn? Das ist da. Gut, und dann denken wir an die Ampel achten. Das wird ja nicht zu schwer sein. Hier ist keine Ampel. Jetzt kann ich fahren. Und hier auch. Hoffe ich. Ja, alles gut, alles gut. So. Hier sind weniger Ampeln, als ich dachte. Für was steht dieses D über dem Fahrzeug? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Die. Vielleicht Fahrzeugklasse? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Nope, ich habe keine Ahnung. So. Vorne ist hier. Oh, war da eine Ampel? Nee. Hier auch nicht. Aber der Bus hat einen viel zu kleinen Wenderadius. Mich würde mal interessieren, ob die daran gedacht haben, damit manchmal in Städten für Busse extra Platz gemacht wurde bei den Haltelinien. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ja. Müssen wir darauf achten, manchmal bei Ampeln, da ist die Haltelinie oft bei links ab, oft bei der Linksabbiegerspur relativ weit hinten, damit wenn ein Bus abbiegt, der noch auf der gegenüberliegenden Spur fahren kann und wenn da jetzt jemand halten würde ganz vorne, dann hätte der Bus keinen Platz, um da rumzukommen und dann gäbe es einen riesigen Stau und Explosionen und so. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das war nicht die beste Route, die ich hätte wählen können. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich werde jetzt erstmal die Parts 10 Minuten lang machen. Ich denke, das dürfte passen, habe ich glaube ich sonst auch immer gemacht. Und ja, morgen kommt dann der erste Part. Also von mir morgen, weil heute ist Montag. Heute ist doch Montag, oder?
Was sind Ferien? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Sekunde. Montag, genau. Ach, von wegen, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist blöd. Tja. Oh, hier ist eine Ampel, ja. Hier müssen wir warten. Oh, es gibt keine Haltelinie. Das erklärt einiges. Oh, okay, das war ja jetzt nicht so. Genau. Denn das Nebenprojekt, als das SMP jetzt erstmal eingestuft werden wird, läuft dienstags, donnerstags und samstags, genau. Und das Hauptprojekt ist montags, mittwochs, freitags und sonntags. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wann genau dann noch das optionale Video, wo zurzeit noch FSX drin steht, kommt. Entweder Samstag oder Sonntag. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Samstags? Vielleicht? Ich glaube, es war samstags. Ja, das kommt hin ungefähr. Genau. Da habe ich ja, wie gesagt, jetzt erstmal FSX noch mit reingeschrieben, weil mir sonst noch kein anderes Spiel eingefallen ist, was ich da hätte spielen können. Zurzeit bin ich zwar eher nicht so am FSX spielen, aber das ist eben das Einzige, was man halt, wo man halt mal ein längeres Video machen kann. Was ich mir auch noch überlegt hat, ist vielleicht wieder die Minecraft-Tutorials ins Leben zu rufen, da ja immer noch das Clock-Video zu einem meiner beliebtesten Videos auf dem Kanal wirklich gehört. Habe mir auch überlegt, damit wieder anzufangen, aber ich weiß halt nicht. Das Problem ist, ich bin mir da nie sicher, was ich da denn überhaupt zeigen soll. Also das wirklich damals, ja. Vor Jahren, dieses Redstone-Tutorial-Video so eine riesen. Ja, was heißt riesen? Ich sag mal, riesen Aufmerksamkeit bekommen hat, wundert mich ja immer noch. Weil das eher scheiße war, wahrscheinlich, weil der Titel alle verwirrt. Ja, also wie gesagt, dazwischen schwang ich noch, was ich dann eben als optionales Videos machen könnte. Erst recht, wo ich halt bei Minecraft so ein bisschen schwank, ist, dann mache ich vielleicht zwei Videos und das war's dann, weil mir einfach nichts mehr einfällt. Also, mal gucken. Ja, sonst. Hauptprojekt habe ich zurzeit wirklich noch überhaupt gar keine Ahnung. Also, so unglaublich gar nicht null. Überhaupt nicht. Also, entweder werde ich SMP als Hauptprojekt benutzen. Das mache ich allerdings nur, wenn ich jetzt wirklich sage: Boah, geil, SMP endlich mal wieder. Ja, macht richtig viel Spaß. Jetzt bin ich eher noch relativ neutral eingestimmt da. Ich habe ja in meinem Leben schon wirklich viele SMP gespielt. Und ja, irgendwann ist dann eben die Zeit erreicht, wo man sich sagt, okay, ich weiß alles, ich kenne alles. Ich muss die nächsten 10 Jahre keine SMP mehr spielen. Nein, also, das hört sich immer so pessimistisch an. Nein, SMP macht mir natürlich Spaß, also sonst würde ich das Display jetzt gar nicht machen. Aber ich hätte da doch lieber was, dass ich öfter spiele als SMP, weil ich habe schon 100 Parts. Ich weiß, das ist zwar das Erfolgreichste, was ich hier auf meinem Kanal gemacht habe, aber ich weiß nicht. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich denke mal, zu Nebenprojekt ist es ganz schön, ja, aber ich glaube, wenn ich das wieder zu oft spiele, damit mir da relativ schnell die Luft, genau, Lust dran vergehen wird. Hier, das meine ich, ja. Muss ich nämlich hier so weit ausholen und jetzt müssten die Haltelinien relativ weit vorne sein, sonst würde ich da voll reinfahren. Wo war ich denn jetzt? Ach genau, damit mir SMP jetzt noch länger Spaß macht und ich nicht wieder nach 10 Minuten oder sagen wir mal 10 Parts sage, ah nein, nicht schon wieder SMP, ich habe keinen Bock. Das wäre nämlich relativ suboptimal. So, hier ist mein Ampel. Und dann ist der Part auch gleich schon wieder vorbei, aber das ging ja nicht relativ schnell, nachdem ich die ersten 2 Minuten mit Reden gefüllt habe. Die war ein bisschen kritisch. Gut, dann hoffe ich natürlich, euch hat dieser Part gefallen und hoffentlich freue ich euch auch auf die nächsten Parts SMP. Wenn ich hier bestimmt wieder tolle, neue, innovative Sachen mache. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.